Frau Dr. Broacek, ich schätze Sie. Und ich verstehe Ihren Ehrgeiz. Hier geht es nicht um einen Ehrgeiz. Hier geht es um konkrete Informationen. Ich bitte Sie. Wenn Sie einen konkreten Hinweis hätten, säßen nicht Sie vor mir, sondern ein Staatsanwalt. Bitte äußern Sie sich nur zur Sache. Wir haben Ihnen eine Korrigieren Frage gestellt. Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre. Wir haben Ihnen eine Frage gestellt. Sie haben mir keine Frage gestellt. Sie haben eine Behauptung aufgestellt. Für das Protokoll. Für das Protokoll. Ich habe zu keiner Zeit die Absicht gehabt, noch konkrete Geschäfte getätigt mit dem Vorsatz, die Ausfuhrbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland zu verletzen. Zitat Ende. Haben Sie nun Fragen? Wird Ihnen eigentlich manchmal schlecht, wenn Sie sich selbst beim Reden zuhören müssen? Ihr Kollege sollte lernen, sich zu beherrschen. In meiner Heimat sagt man, man kann dem Sturm nur widerstehen, wenn man lernt, mit dem Wind zu tanzen. Mein Kollege will keinen Drachen steigen lassen, sondern Menschen wie ihn das Handwerk legen. Und das werden wir schaffen. Drohen Sie mir?